Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Partikel von Wolf Harländer mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar über vorablesen.de lesen. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Partikel von Wolf Harländer mitgebracht. Man kann hier das Wort Partikel auch spüren und diese ganzen kleinen Partikel hier oben kann man alle spüren. Sowas liebe ich ja. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar durch Vorablesen lesen und schaut mal, was das für ein dicker Oschi ist. Kriegt man richtig viel Buch fürs Geld. Da ist der Klappentext und den lese ich euch dann gleich mal vor. Ein Schiffsunglück, das eine gewaltige Umweltkatastrophe auslöst. Eine junge Journalistin, die eine erschütternde Wahrheit aufdeckt. Zwei BND-Agenten, die dem Plastik folgen und ein Netz der Zerstörung finden. Ein modernes Start-up, das die rettende Lösung verspricht. Und ein Vater, der um das Leben seiner Tochter kämpft, die an Mikroplastik stirbt. Klingt doch interessant, oder? Ja, und wie mir das Buch gefallen hat, erfahrt ihr jetzt. Auf einer Hochzeit brechen reihenweise Gäste zusammen. Zwei sterben sogar. Was ist passiert? Eine Reporterin recherchiert und findet Erschreckendes heraus, während gleichzeitig ihr verwitweter Bruder um das Leben seiner Tochter kämpft, die mit nur 2 Jahren an Leberkrebs stirbt und deren Körper voller Mikroplastik ist. Ein BND-Agent versucht das Rätsel rund um seine Eltern zu lösen, während er eine Umweltkatastrophe untersucht, die unser aller Leben für immer verändern könnte. Wir alle wissen, dass Plastik praktisch ewig hält. Wir wissen auch, dass Plastik sehr oft illegal entsorgt wird und im Meer landet oder in ärmeren Ländern. Wir wissen ebenso, dass Mikroplastik mittlerweile fast überall ist und dass es gefährlich für uns ist. Was wir nicht wissen ist, wie gefährlich es wirklich ist. Klar ist das hier auf die Spitze getrieben. Ganz so heftig ist es heutzutage noch nicht, aber was Wolf Harländer richtig gut macht, ist die Verknüpfung von Wissenschaft und Thriller. Er verwebt das, was heute schon bekannt ist, mit dem, was uns möglicherweise bevorsteht, wenn kein Umdenken erfolgt. Normalerweise tue ich mich immer schwer, wenn aus vielen Sichtweisen erzählt wird, was hier auch der Fall ist. Aber dieses Mal konnte ich immer gut folgen und behielt den Überblick. Anstatt dass die Charaktere austauschbar gewesen wären, lernt man sie zu einem großen Teil kennen und ihre Familien. Dadurch kommt man ihnen näher, vor allem Melissa, die Reporterin, Tobias, ihr Bruder, und Zoe, seine kranke Tochter, aber auch später eingeführte Charaktere wie den BND-Agenten Nelson oder Leon. Wer Leon ist, kann ich noch nicht verraten, das würde spoilern. Mich konnte das Buch von Anfang bis Ende bei der Stange halten und begeistern. Ich fand es mega gruselig, aber realistisch. Dadurch, wie Wolf Harländer bekannt ist und seine Zukunftsvision miteinander verband, wirkte das alles extrem echt und realistisch. Immer wieder wurde aus echten und fiktiven Studien und Artikeln zitiert und man hatte wirklich das Gefühl, ständig unter Spannung zu stehen. Ich fand das Buch sehr spannend und interessant. Es gefiel mir ausnehmend gut. Zwischendurch ließ es stellenweise etwas nach und wurde ein bisschen verwirrend, aber nicht so schlimm. Von mir bekommt das Buch 4,5 Sterne. Ich werde definitiv die weiteren Bücher des Autors auf meine Wunschliste setzen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und mach's gut und bis bald. Tschüss!